Erzähl mir mal was zum Spiel. Was hast du denn da heute gesehen? Also ich fand's gut, dass zum Beispiel, als wir eingewechselt haben, dass sie dann quasi richtig Gas gegeben hat. Das hat man auch gemerkt, dass die Einwechslung nötig war. Also meiner Meinung nach die ersten 30 Minuten auch wirklich dominiert einfach. Unnötige Hütte dann kassiert. Heute ein super Spiel. Leverkusen ist klar, ne? Spielt Champions League und Werder Bremen hat es auf jeden Fall heute super gemacht. Boah, war wirklich schön heute. Schön mal Werder Bremen wieder so spielen zu sehen. Nach langer Zeit auch wirklich mal gegen Bayer Leverkusen auch ein gutes Spiel wieder hingelegt. Es war einfach schön. Ich habe eben schon gesagt zu Bekannten, ich brauche einen Kardiologen. Was müsste der machen? Deinen hohen Puls runterfahren? Ja, und gucken, ob mein Herz noch in Ordnung ist. Weil ich habe zwischenzeitlich echt gehabt, dachte, ich kriege einen Herzinfarkt. Ich fand, wir haben Leverkusen auch die Stirn geboten. Also heute war das Erfolgsrezept dieses genaue Passspiel, schnell nach vorne, nicht lange hinten rum spielen. Also das war richtig super. Aber ich hatte anfangs so wirklich das Gefühl, wir packen das noch, mit dem 2-1 vielleicht rauszugehen. Nach dem 1-1 hatte man auch die Euphorie wieder da. Und ich war einfach zum Schluss mit einem 2-2 extrem zufrieden. Mir hat das sehr gut gefallen und das war hochverdient, yeah! Das 2-2. Also heute war aus meiner Sicht noch mehr drin. In Jimma hätte den ja auch reinmachen können. Aber was soll's, ein Punkt hätte ich vorher komplett unterschrieben. Also gegen den amtierenden Meister kann man das mal machen. Sehr extremes Spiel, bis zur letzten Sekunde wirklich, also war heftig heute. Und also der deutsche Meister war ja hier. Das ist ja nicht irgendjemand, also Bayer Leverkusen. Und wir haben das gesehen, wir waren live dabei. Und als eingewechselt wurde, dann ging es richtig nach vorne, oder? Ja. Ein verdienten Punkt, sag ich. Wenn ich sogar fast ein bisschen mehr gegen Leverkusen läuft, sag ich. Ich finde, das gibt auch Mut jetzt auch für die nächsten Spiele. Wenn man jetzt zum Beispiel gegen die Bayern spielt oder sowas, man kann gewinnen, man muss da nicht immer 4-0 untergehen. Also ich fand auf jeden Fall, Duxch hat sich auf jeden Fall heute sehr gut gemacht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand heute echt Romano Schmid echt stark. Also so seine Querpässe und so, das war heute echt mega gut. Ich weiß gar nicht, das letzte Tor war auch von Romano Schmid, ne? Ja, das hat man gar nicht so gesehen. Es war so laut gewesen in der Kurve. Na klar kann man die Torschützen herausheben, wie Romano Schmid das Ding da reinschweißt noch. Eine saustarke Nummer, aber ich finde seine Linien, der macht da seit Wochen echt eine grundsolide Arbeit und an dem haben wir echt gut was zu schätzen. Romano mit einer der Besten heute auf dem Feld. Aber ich war auch überzeugt, dass Marvin alles gegeben hat. Vor allem bin ich froh, dass das Horn auch bei uns Männern endlich entstaubt ist. Und das nicht nur einmal wie bei den Frauen, sondern gleich zweimal. Ich fand Schmid auch sehr stark. Aber ich muss auch sagen, Jinma hat auch noch mal viel belebt nach seiner Einwechslung. Und auch Duxch hat ein ganz gutes Spiel gemacht vorne. Ja, die drei, würde ich sagen, waren so die stärksten für mich heute. Im Pokal gegen Paderborn besser machen als letztes Jahr, sage ich. Und dann geht es weiter. Ja, die werden auf jeden Fall auseinandergeschraubt. Also nach 90 Minuten wird das auf jeden Fall beendet sein, das Spiel. Lockern in mindestens ein 4-1 auf jeden Fall. Ja. Wo hast du diese coole Mütze her? Von meiner Oma vom Flohmarkt.